Hallo, da melde ich mich mal wieder von der Radtour mitten in der Woche. Aber es ist so ein irre Wetter jetzt wieder. Also da hält mich ja nichts mehr zu Hause. Und wo sind wir jetzt hier? An der Mosel. So, und zwar genauer Höhe Nittel. Also Nittel ist jetzt hier auf der, praktisch hinter mir. Das heißt, ich bin auf der deutschen Seite. Irgendwie fällt mein Arm immer runter von dem ganzen Ding halten. So, also die deutsche Seite hier, Radweg, direkt an der Mosel. Da oben, da sehen wir ganz schön diese Felsen. Die sehen ja auch krass aus, ne? Die gehen so steil runter. Das geht hier noch ein ganzes Stück weiter, bis da hinten. Und Weinberge. Beide Seiten meistens. Ja. So, und dann auf der anderen Seite jetzt, das ist schon Luxemburg hier. Also die macht hier ein bisschen Bogen, die Mosel. Genau, da ist aber der Radweg straßenbegleitend, sagt man, glaube ich, also direkt an der Straße. Ja, das habe ich jetzt eine Weile gemacht, bis eben eine Brücke kam, so Wincheringen. Da bin ich dann auf die deutsche Seite rüber gewechselt. Naja, es ist halt dann doch ein bisschen angenehmer und ruhiger. Hier ist halt dann direkt daneben die Zuglinie Richtung, naja, Remich, Perl, irgendwie sowas. Aber der kommt ja nicht so oft. Aber ich habe mir schon vorgenommen, so im Juni, wenn diese 9-Euro-Dinger kommen, da mache ich mir ab und zu mal eine Tour hier, vielleicht in die Richtung oder ja, werde den Zug mal vielleicht auf der deutschen Seite ab und zu mal nutzen. Ja, jetzt bin ich also gefahren. Oh, kommt wieder so ein Wind. Bin ich gefahren von Sandweiler, also von Wasserbillig, bis Sandweiler Kontern und dann eben an die Mosel runtergefahren und seitdem eben hier unten entlang und wieder zurück nach Wasserbillig halt. Das sind noch ein paar Kilometer, weiß gar nicht genau, vielleicht 15 oder sowas und dann jo. Brauche ich gar keinen Zug mehr fahren, weil da steht ja das Auto. Ja, so sieht das hier aus. Also es ist ganz angenehm hier zu fahren. Vielleicht ein bisschen Gegenwind eben. Ist halt manchmal so, kann man nichts machen. Ja, dann muss ich nachher natürlich noch mal über die Mosel drüber. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bei Grevenmacher die Brücke oder mit der Fähre. Ich weiß jetzt noch nicht, die ist dann gleich bei Wasserbillig. Mal sehen. Vielleicht nehme ich heute mal die Fähre. Jo. Dann weiß ich noch nicht, ob ich noch mal ein Video mache. Ansonsten war es das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.